Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei XCOM Declassified. Wir sind jetzt unten in der Basis schon drin, wir sehen hier schon einen gewissen Lageplan und sehen, dass hier ein Engineering existiert, aber ich glaube in die Richtung gibt's noch nicht. Dafür sind nämlich die Spuren hier, die Linien auf dem Boden. Rot führt uns zum Armory und Firing Range, Ready Room, und wir wollen ja zum Ready Room, denn dort können wir unser erstes Team aufbauen. Die Bereitschaft ist da. Hallo? Sei doch nicht so unfreundlich zu mir. Agent Carter. Ja, Direktor. Ich sag's ihm gleich. Der Alte hat gerade angerufen. Er sagt, einer von den Wissenschaftlern läuft aus dem Ruder. Er ist verschwunden, zusammen mit einem von ihm erforschten hochexplosiven Sprengstoff. Ford glaubt, er ist durchgebrannt? Kann sein, aber wir dürfen keine Panik riskieren. Nils sucht nach ihm, aber sie müssen ein Team zusammenstellen, um ihm zu helfen. Schnell und unauffällig. Ein Team zusammenstellen. Das ist eine Liste der verfügbaren Agenten. Falk hat alle möglichen Leute von allen möglichen Behörden zusammengetrommelt. Alle Spezialisten. Die Besten ihres Fachs. Aha, hier kann ich neue Agenten anwerben. Supporter. Gegnerische Verteidigung treffen und unter den Einfluss ihrer Gefechtsstimulanzen kannst du härter zuschlagen und länger überleben. Dann gibt's Aufklärer mit kritischer Treffer, haben wir ja gesehen, das konnte Nils. Pionier. Ach so, sie können vertreiben, das ist der, kann dann auch ein Geschützturm aufbauen und Kommandos. Erste betreten, letztere vergessen, locker einen Gegner aus der Deckung. So, erstmal zurück. Dann nehmen wir nämlich... Na? Genau, den zum Trupp hinzufügen. Den und den. Aha, ich darf nur 3 mitnehmen. Aber wir dürfen insgesamt nur 3 sein, anscheinend. Fähigkeitenansicht. Toll, dann habe ich hier ein Bildchen. Aber im Bildchen kann ich nichts machen. So, Agentendetails. Hier haben wir die Ausrüstung. Scharfschützengewehr, Heilung. So, jetzt könnten wir natürlich hier auch eine andere Waffe anlegen. Zum Beispiel die Maschinenpistole. Und dann haben wir hier das M14-Gewehr. Dann gehen wir zum anderen. Das ist der Soldat, glaube ich. Der Pionier. Hier haben wir unseren Soldaten, der hat auch nur das Gewehr dabei. Fähigkeiten. Ja, freischaltbar Rang 2, ist klar. Kräfte. Haben wir auch nur hier. Ach so, dessen Potenzial mir noch nicht ganz bekannt ist. Aber wie man sieht, es gibt 10 Ränge. Bei mir ein Rang, beziehungsweise 5 Ränge bei Team-Membern. Und ich habe dann hier auch noch so ein paar Heilfertigkeiten. So. Mehr gibt's aber hier erstmal nicht zu tun, so wie es aussieht. Carter, ich bin dem Agenten zum Leichenraum gefolgt. Da kommt er nicht raus. Warten Sie auf mich, Nils. Ich helfe Ihnen. Ich warte, solange es geht. Aber wir dürfen ihn mit diesen Sprengsätzen nicht entkommen lassen. Ich bin gleich da. Carter, gehen Sie durch die Waffenkammer und dann links zum Lift. Ich schicke Ihnen ein Team. Verdammt, danke. Nils, warten Sie. Ach, hier gibt's mir was zu hören. Direktor Falk hat Sie persönlich für diese Kampagne ausgewählt. Und ich werde Ihr Team leiten. Ist mir eine Ehre, Agent Silver. Es ist uns allen eine Ehre, aber der Direktor hat... Schade, man kann... Das war, ist eigentlich das Schöne für mich bei Doom zum Beispiel gewesen. Von daher sind Ermittlungen und Bergungseinsätze in feindlicher Umgebung... Dass man die, die Logdateien immer mitnimmt. Das Ganze wird die ganz normalen Risiken. Wie immer bei Feindeinsätzen. Ja, aber Direktor Falk sprach mir von ungewöhnlichen Subjekten. Ja, sie könnten anders sein als das, was sie gewohnt sind. Sie meinen, es geht nicht gegen die Roten? Also, nach wem suchen wir? Wir vermuten, wir haben einen neuen Staatsfeind entdeckt. Wir werden die exakte Struktur ihrer Organisation aufdecken. Ah ja, verstehe.
glaube ich. Uns können sie gegen jeden ins Feld schicken, Sir. Ja. Rosemont University. Ah, ist nur das eine Foto. Hi, was geht ab? So, dann versuchen wir mal den Wissenschaftler zu kriegen. Achtung, Code Blau, A4. Skyranger Charlie Fortune ist schwer verletzt im Anflug. Sanitäterteam zu A4, Code Blau. Ah, ist doch bestimmt Nils, der jetzt kommt, oder? Warum sind das zweimal dieselben? Sie sehen sich zu ähnlich, oder? Er ist doch einfach so ein Klonkram wieder. Agent Mills ist da drin. Er hat uns alle rausgeschickt. Ruhig bleiben. Ich mach das. Oh. Man sieht, Physics ist aktiviert. Das gesamte medizinische Personal, unsere medizinischen Vorräte wurden überprüft und sollen ausreichen, um unsere Patienten angemessen zu versorgen. Trotzdem sollten wir angesichts der ganzen Verwundeten, die aus dem Gefecht zurückkehren, sehr sparsam damit haushalten. Bla bla bla. Genau. Damit wir einen langen Krieg überleben können. Oh, jetzt muss ich schon mit der Knarre rumrennen. Da bin ich doch hier im eigenen Gebiet. Ach, weißt du warum? Der Professor oder der Doktor, der wird besessen sein. Man beachtet es nämlich recht blutig hier. Hauptsache, ich gehe mit M14 rein und jetzt habe ich die Pistole in der Hand. Oh Gott, Nils! Nicht trauern. Er hat einen guten Tod. Warum? Warum tötet ihr Nils? Warum greift ihr unsere Welt an? Sie verstehen nicht. Dies ist nicht mehr eure Welt. Aber ihr werdet es lernen. Mosaik lehrt es euch. Was zum Teufel ist Mosaik? Mosaik ist die Wahrheit, die die Menschheit erfahren wird. Nur schade, dass sie das nicht mehr erleben werden. Tja, ich kenne noch eine andere Wahrheit. Und wie lautet die? Die sind umstellt. So. Spotten. Super. Angriff! Verstanden! Genau, du vertreibst den mal vertreiben gleich da raus. Dort. Eliminieren Sie ihn! Ziel wird erfasst! Säubere das Areal! Was? Der kann Truppen rufen? Und bleib liegen! Vorwärts! Haben wir noch eine Granate übrig? Ja. Es ist fast hinüber! Weiter so! Das war's. Boah, selbst so ein Sektoid. Alle Ziele eliminiert. Hält ganz schön viele Kopfschüsse aus. Feuer einstellen, Jungs. Lebend ist der wertvoller für uns. Los, sperren wir ihn ein. Ich hab den feindlichen Agenten, Falk. Lebend. Gut gemacht. Melden Sie sich mit Agent Nils bei. Nils ist tot. Ich sagte ihm, er soll auf Verstärkung warten. Aber er ist ohne mich los. Verstehe. Kommen Sie in den Zentralstab. Es gibt Arbeit. Na toll. Vor allem lebend. Er liegt einfach tot da rum. Tja, und Waffe verschwunden. Und alle haben die gleiche Animation. Hui, noch ein bisschen mit dem Vorhang spielen. Hui, hui. Noch ein bisschen mit der Schwester spielen. Hey, ich bin Witwer. Und ich bin alleinerziehender Vater eines toten Sohnes.
Ich glaube, das ist nicht so akkrativ. Attraktiv auf einen Mann. Frau. Chimel. Krankenschwester. Oh, es geht direkt los für mich. Na, Erfolg gehabt? Ja. Hab ihn erwischt. Das ist doch gut, oder? Nils. Er ist tot. Verdammt. Ich hätte dabei sein sollen. Hören Sie, ich muss aufbrechen. Der Direktor schickt uns auf eine Erkundungsmission. Wenn ich wieder da bin, trinken wir einen Schluck auf Nils. In Ordnung. Viel Glück, Agent Silver. Ich brauche kein Glück. Und nennen Sie mich Nico. Will. Nein, William. Wir möchten uns für die Stromschwankungen entschuldigen, die in der ganzen Anlage zu vereinzelten Ausfällen geführt hat. Techniker arbeiten daran. Wir bitten um Ihre Geduld und um Beschränkung des Stromverbrauchs. Okay. Hey, kann ich mit dir reden? Nein. Hey, kann ich mit dir reden? Nein. Schon wieder ein Kurzschluss! Wir sollten dem Labor eine Lektion erteilen und denen ein, zwei Tage den Saft abdrehen. So, und wir zurücklaufen. Da sind Sie ja, Agent Carter. Einen kleinen Moment bitte. Wenn Sie kurz Dr. Zeit Dressler. Hätten, ich bin Dr. Heinrich Dressler. Dressler. Ich habe Dressler. Sie schon erwartet. Sehr freundlich, aber ich muss schnell zu... Ich versichere Ihnen, Mr. Falk wird sich freuen, dass wir uns unterhalten. Schließlich brauchen wir neue Waffen für diesen Krieg und in meinem Labor werden sie gebaut. Jede Waffe, die Sie aus Einsätzen mitbringen, wird studiert und für Sie umgebaut. Sie wissen viel über die Outsider und ihre Technologie? Ich arbeite schon fast so lange für Mr. Falk, wie er ihre Existenz vermutet. Und seit dem Angriff hatte ich so viel mehr Material zu studieren. Kein Grund zu überschwänglicher Freude. Wir haben dabei viele gute Leute verloren. Und eben noch einen. Tut mir leid, William. Ich möchte wie Sie weitere Verluste verhindern. Ich wollte Ihnen das hier geben. Unsere erste Entdeckung. Okay, aber was ist das? Nein, nein. Das Venn-Armband ist für Nahkampfattacken ausgelegt, um Ihre Schläge zu verstärken. Gegen ein verletztes Ziel ist seine Wirkung verheerend. Aber noch wichtiger, es kann modifiziert werden, um Outsider-Waffen zu adaptieren und zu nutzen. Das hätte mir vor ein paar Minuten weitergeholfen. Ah, aber man kann ihnen nicht einfach nur die Waffe abnehmen. Zuerst müssen sie eine finden, die noch nicht auf die feindliche... Jede Minute, die wir verschwenden, kann Leben kosten. Verzeihung, William. Nehmen Sie das Armband. Ich sage Bescheid, wenn es uns helfen kann. Danke, Doc. Und vielleicht bringt unser nächstes Forschungsobjekt einen weiteren Durchbruch. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss den Direktor sprechen. Danke, Direktor, William. Direktor. Kommen Sie jederzeit wieder. Genau, lass mich aber auch durch. Danke. Das ist das schöne Ding jetzt da in meinem Arm. Man kann es leider schlecht ins Bild holen. Gut, dass ich nicht bis zum Büro hochlaufen muss. Der Drecksack hat Nils erwischt. Sowas darf nicht passieren, Falk. Nils ist tot. Wir haben Glück, dass es nicht noch schlimmer kam. Der Verlust von Agent Nils wird die Organisation sehr schmerzen. Aber im Moment haben wir größere Probleme. Sein Verlust? Verdammt, wir müssen diese Dreckschweine aufhalten. Und zwar möglichst sofort. Verstehen Sie das? Beruhigen Sie sich, Agent. Wir sind uns alle einig, dass Sie gestoppt werden müssen. Es wird das Beste sein, Dr. Alan Weir von der Rosemont University hierher zu holen. Nein, wir müssen dem Feind etwas entgegensetzen. Richtig. Und wir können beides tun. Es gab einen weiteren Angriff. Das Ziel war die Rosemont University. Ein ziviles Ziel? Warum? Weil Dr. Weirs Forschungen uns sagen können, was der Feind will, wie er denkt und wie wir ihn stoppen. Wir brauchen ihn, wenn wir überleben wollen. Und Sie wissen selbst am besten, dass Überleben der erste Schritt zum Gegenschlag ist. Also gut. Holen wir ihn her. Gut. Wenn Sie soweit sind, rufen Sie die taktische Karte am Terminal auf und Ihr Team wird losgeschickt. Achten Sie darauf, dass in der Basis alles geregelt ist. Team steht, Waffen bereit, keine offenen Fragen mehr. Man weiß nie, wie lange ein Einsatz dauert. Oder ob man überhaupt zurückkehrt. Sehr schön. Sie greifen von überall an. Wir erkennen noch kein Schema. Aber die Prioritäten für Ihre Mission haben wir schon. Vor allem kann ich von hier in die Agentenverwaltung schalten. Also kann... Ja, generell muss ich gar nicht in die Armory-Geschichten rein. Wenn potenzielle Missionen reinkommen.
Weil hier sind die Agentendetails. Splittergranate. Da machen wir ein Standardpack rein, ohne besonderen Bonus. Normale Splittergranaten, Maschinenpistole, M14, Heilung, Kräfte, ich habe da ja noch nichts gelernt. Wow, ich kann meine Farben verändern. Dann machen wir mal hier Pink. Westenfarbe. Wir machen... Boah, Rot und Rot, ey, das geht überhaupt nicht. Das ist doch mal ein geiler Typ, der Kater. Erscheinen so. Sie hier. Ich verlasse mich darauf, dass Sie die Dringendsten zuerst erledigen. Die Dringendsten zuerst. So, der schlimmste Fall, Washington City, Nachrichten von der Front. Einzelne Advanced Material of the US Army völlig überrannt. 208 Mitarbeiter starben. Nur 6 Überlebende konnten entkommen, darunter auch Direktor Myron Falk. Das war übrigens das, was wir zuerst gemacht haben. Er ist dunkel geworden in der Hauptstadt der USA. Und auf die zahllosen Versuche, Kontakt aufzunehmen, gab es keine Antwort mehr. Selbst Agenten im Einsatz dort sind über die sicheren Kanäle nicht mehr zu erreichen. Da auch keine andere Regierungsbehörde mehr reagiert, tritt das Notfallprotokoll in Kraft. XCOM ist jetzt Dreh- und Angelpunkt aller US-amerikanischen Militäraktionen. Versuche, den Rest der Welt zu erreichen, sind fehlgeschlagen. Funksignale werden gestört und Agenten melden, dass das Transatlantik-Telefonkabel von Saboteuren gekappt wurde. Eine direkte Beteiligung der Outsiders ist nicht belegt, aber man nimmt an, dass es an das Werk infizierter Schläfer war. So. Wir haben leider nur die eine Mission. Jetzt haben wir hier Checkliste vorm Start. Ach so, ja. Aber wir haben die Agenten ja ausgewählt. Und Mission beginnen. Aufklärer melden Luftabwehr in unserer Landezone. Ich schätze, wir müssen am südöstlichen Stadtrand runtergehen. Haben wir Truppen da unten? Nicht am Boden. Rosemond wurde gleichzeitig mit Groom Range angegriffen. Sie wurden überrascht. Scheiße! Erst muss die Flugabwehr weg. Ich kann erst helfen oder den Doktor ausfliegen, wenn sie ausgeschaltet ist. Alles klar. Okay, bereit machen. Carter, ich habe einen Landeplatz gefunden, ein paar Kilometer entfernt. Ich kann nichts machen, bis das Flugabwehrgeschütz ausgeschaltet ist. Es nützt uns nichts, den Doktor zu finden, wenn sie uns nicht hier wegbringen können. Ja, hab verstanden, Carter. Ich verstehe. Erst schalten wir das Geschütz aus, damit sie wieder fliegen können. Dann finden wir Dr. Weir und schaffen ihn hier weg. So. Flugabwehrkanonen ausschalten. Wir wechseln mal eben auf unser Gewehr. Unser M14. Aber jetzt guckt mal, es sieht doch eigentlich sehr hübsch aus. Also das Spiel kann auf jeden Fall hübsch aussehen. Manche Szenarien sehen schlimm aus. Vor allem auch die Gesichtsakrobatik, die der Charakter macht, wenn man ihn einfach so machen lässt. Oder in den Gesprächen, die Animationen, die sind alle nicht so taufrisch. Aber so finde ich den Stil echt schön, echt gut gemacht. Haben Sie gehört? Das kam aus dem Imbiss. Ja, anscheinend. Augen auf, Waffen bereit. Gibt es hier nicht mehr viele. Ich war sein. Sieh da! Alles okay? Hey! Das ist einer von Ihnen. Sein. Oh, Himmel! Nicht feuern! Tod. Alle sind tot. Falk, hören Sie das? Hier ist jemand. Anscheinend einer der Infizierten, aber er verhält sich nicht feindlich. Es ist fast, ich weiß nicht, als wäre er abgeschaltet. Wir müssen ihn untersuchen, wenn das Gebiet gesichert ist. Dr. Weir hat Vorrang. Weiter vorrücken.
Information. Guten Morgen, Earl. Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich habe auch diesen Bacillus. Oh, ausgerechnet heute. So ein Pech. Setz dich. Ich bring dir gleich eine Tasse heißen Tee. Oh, du bist meine Rettung, Becky. Klischeehaft. Komm, Earl, reiß dich zusammen. So eine kleine Grippe hält dich doch nicht von der Parade ab. Hier, bitte sehr, Earl. Grandma sagt, nichts ist so schlimm, dass eine Tasse Tee ist nicht... Earl, du hast gar nicht gesagt, dass es heute ein Feuerwehr gibt. Ich hab ja nicht geahnt, dass da... Hey, hey, Becky, komm weg vom Fenster! Wasch! Nur wasch! Ah! Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Zombie. Hypnotisierter. Sollen wir mal mit dem interagieren? Ah, machen wir jetzt. Na, lass mich vorbei. Hey, kommen Sie zu sich. Keine Reaktion. Er ist hinüber. Und ich glaube, er wird auch nicht mehr. Schade. Aber machen wir nächstes Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Declassified. Bis dann, Freunde.